Hallo, ich bin Alex Eiset aus dem Dukas KPTV Center mit einem Mittagssnapshot für den letzten Handelstag der Woche. Der Euro-Dollar ging 8 Stunden lang zurück und verlor bis zum Mittag 0,48%. Das Handelsvolumen liegt 21% unter dem Monatsdurchschnitt und die Stimmung ist bullish. Long-Positionen überwiegen um 19%. Der Abwärtstrend deutet auf mögliche Verluste hin, aber sie sind durch den langsamen Handel beschränkt. Das Kabel stieg früh in der Session, aber der darauffolgende Abrutsch führte zu einem Verlust von 0,52%. Das Pfund Dollar zog 32% mehr Fonds an und die Stimmung ist neutral. Short-Positionen führen um 6%. Die Bullen hatten ihre Chancen kurz nach Mitternacht, aber der spätere Rückgang war eine gute Nachricht für die Bären. Der Dollar-Yen stieg um 69 Pips auf den Höchststand von 109,46 früh in der Session an, aber alle Gewinne wurden bis zum Mittag aufgegeben. Das Handelsvolumen ist hoch, 64% über dem Monatsdurchschnitt und die Stimmung ist neutral, 6% long. Frühe Morgenstunden versahen Bullen mit soliden Chancen, aber die Trendwende war eine gute Nachricht für die Bären. Beim Pfund Yen wurde auch der frühe Anstieg von einem Abrutsch gefolgt und ein Verlust von 0,58% wurde um 12 Uhr verzeichnet. Der Umsatz liegt 63% über dem Standard und die Stimmung ist neutral, 6% short. Der meiste Tag war erfolgreich für die Bären, aber auch Bullen hatten einige Chancen. Der Euro-Yen bewegte sich nach einem frühen Anstieg scharf nach unten und stand am Mittag 0,24% im Roten. Der Handel war langsam und die Stimmung war neutral. Auf Wiedersehen. Sehen.